Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Jahreszeiten Let's Play. Dies ist Teil 6. So, jetzt wird es Zeit für den Weihnachtsbaum. Ich guck mal, ob ich diesen Spieltisch irgendwie im Kinderzimmer unterbringen kann. Oder ob ich den einfach ganz woanders hinstelle. Man könnte ihn hier so in die Mitte stellen. Mal gucken. Ja, warum eigentlich nicht? Sonst ist die Mitte einfach so leer. Und jetzt wird hier der Weihnachtsbaum gekauft. Der ist bestimmt bei Aktivitäten und Fähigkeiten. Fragt sich nur bei welchen. Hier vielleicht. Da finde ich jetzt nichts. Dann suche ich mal wieder überall und mache den Jahreszeitenfilter. Da müssen wir uns bestimmt finden. Okay, hier. So, die Ecke ist doch wie für den geschaffen. Und wir können hier noch so ein bisschen Weihnachtsdeko hinhängen. Ne? Das ist ein Winterkranz, ja. Ein Winterkranz ist gut. Wieso kann man das nicht übers Puppenhaus hängen? Leute. Dann schieben wir das Puppenhaus ein klein bisschen nach vorne. So passt es jetzt. Okay. Und es gibt doch hier so tolle Girlanden. Hier, solche vielleicht. Oder dafür hier nehme ich einfach so eine größere. Oh, die passt jetzt auch nicht. Oh. Gucken wir uns noch ein Stück weiter vor. Nö, passt nicht. Also dann mache ich mal Baby Move Objects an. Das ist ja sonst etwas nervig. Baby.moveObjects on. Okay. So, ja, jetzt passt es wenigstens. Und das ist dann auch eine Deko, die man sehen kann. Hier vielleicht was mit Wand voller Sterne. Ja. Oder guckt einer noch raus, aber ich denke mal, das passt halbwegs. Das passt dahin, ja, das geht gerade so. Das ist eine Deckengirlande. Nee, das wäre jetzt zu viel des Guten. Ich denke mal, das muss für den Anfang reichen. Oh, wir haben gar keinen Kamin. Ich wollte eigentlich noch irgendwie einen Kamin aufstellen. Dann packe ich mal hier diese Dekokiste hin und hier stellen wir den Kamin hin. So. Der passt da nicht so optimal hin. Ich hoffe, man kann da noch raus und rein. Geht gerade so. Oder, nein, das wollte ich gerade nicht. So, ich schiebe die Tür hier hin. Dann hat der hier ein bisschen mehr Platz. Und dann kann die Kiste vielleicht hier hin. Mal gucken, ob das dann noch gut funktioniert. So. Okay. Gut, den Geschenkestapel hole ich dann erst morgen raus. Ah, ich wollte noch Postkarten und so, aber das kann man auch noch morgen rausholen. Gut, jetzt gucken wir erstmal nach unserem kleinen Wicht, ob es dem gut geht. Ja, sieht ganz passabel aus, noch ist er nicht so hungrig. Die Snow ist schon wieder müde. Oh, es ist auch schon wieder Abend. Die muss aber bestimmt noch die Hausaufgaben machen. So.
Und Winter, du könntest den Weihnachtsbaum dekorieren. So. Dekorieren. Dekorieren mit. Baum beleuchten mit. Lichtsteuerung. Geschenkeberg unter den Baum legen. Wir machen mal erstmal eine Baumdecke. Weihnachtsstern in Rot und Gold, damit hier der Boden schon mal verziert ist. Wo steckt die Snow? Ist sehr verspielt. Ah, die kommt gerade rein. Das ist gut. Ja. Es ist hier natürlich auch ganz schick neben dem Klo. Aber irgendwo muss man hier die Klos immer hinhängen. Ich dachte, du machst jetzt hier erstmal eine Decke. Na, vielleicht hängt sie irgendwas rein und dann erscheint am Schluss hier unten die passende Decke da unten. Ja, genau so ist es. Okay, dann machst du als nächstes mal dekorieren. Bleib hier, Girlande. Band mit Rot und Gold. Na, und Verano erfreut sich am Kamin. Vielleicht sollten wir auch ein Radio kaufen und Weihnachtsmusik anhören. Ja, das macht sie doch sehr hübsch, wie sie da Sachen hinhängt und dann erscheint was ganz anderes. So, oh, Snow und Otonio sind soeben gute Freunde geworden. Das ist gut. Und Snow, du gehst am besten mal ins Bett. Denn morgen ist Winterfest. So. Die Snow kann ich mal ins Bett schicken, ohne die Weihnachtsbaumverzierung ganz aus dem Blick zu verlieren. Und hier unser kleiner Zwockel. Ah, der holt sich was zu essen. Das ist gut. Der hat anscheinend schon was in der Tasche. Oh, was machst denn du? Winter. Ja, das sieht doch schön aus. Gut. Und hier dekorieren mit Schmuck. Mach auch mal Rot und Gold. Ah, zusammen. Zusammen. Mach das mal mit Verano zusammen. So. Ja, und während ihr dekoriert, kaufe ich mal ein Radio und dann können wir Wintermusik hören. So. So, Wand hoch. Ich denke mal, wenn ich das hier hinhänge, dann schadet, geht das nicht kaputt vom Kamin. Hoffe ich. So. Und ich muss, glaube ich, auch die Radiomusik wieder anstellen. Das muss ich mal überprüfen. Nein, nicht das. Spieloptionen, Audio, Objektmusik. Ja. Denn das habe ich wegen Festival ausgemacht. Ja, möchte ich übernehmen, die Änderungen. So, und jetzt hören wir mal einschalten. Elektronisch, Barockberieselung, Kinderkanal, Schlaflied-Sender, Lateinamerikanisch. Winterzauber gab es hier irgendwie schon früher. Ich guck mal, ob die noch einen neuen Wintermusik haben. Nee. Das ist irgendwie das gleiche geblieben. So. Aber dass wir hier so ein bisschen Weihnachtsstimmung reinkriegen. Na, der Baum wird doch immer schöner. So, jetzt kannst du noch mal
Machst du wieder mit Verano ein bisschen Spitze. Sternenstaub in Weiß und Gold. So. Sehr schön. Und Kiefer, bist du jetzt satt? Dann könntest du vielleicht noch mal aufs Töpfchen gehen und dann gehst du schlafen. So. Und danach gehst du schön schlafen. Sehr gut. Primavera, hast du eigentlich dein Buch fertig gelesen? Ja. Wunderbar. Welche Level hat sie jetzt? Ja, Level 2. Gut. Haben sie ihre Gartenarbeit für heute erledigt? Das ist ja irgendwie nicht sehr beleuchtet. Wahrscheinlich, weil hier dieses Puppenhaus davor hängt. Nun ja, steht. Oh, Verano und Winter sind soeben gute Freunde geworden. Na, das will ich doch hoffen. Ihr seid verheiratet. Wo ist denn der Sternenstaub? Jetzt brauchen wir noch Beleuchtung. Baum beleuchten. Jawohl. Ah, sehr schön. Ja, wie er glitzert. Und jetzt können wir noch Lichtsteuerung machen. Einschalten automatische Lichter, ausschalten. Ah, das ist das, genau. Dieses Licht. Und. Ah, da oben ist es. Okay, dann machen wir das so leicht gelblich, das Licht. Und dann ist auch schon okay. Ah, ein Geschenkeberg könnte sie jetzt da noch machen. Geschenkeberg unter den Baum legen. Wunderbar. Und Otonio schläft schon. Ja, es ist auch schon spät. Er ist aber gar nicht so müde. Antonio, komm, wir machen hier noch was. Als Überraschung für Weihnachten. Ja, alles schon so richtig dicht geschneit, die Fenster. Ja, hier können wir eine Vase machen mit. Das bringt jetzt schon 60 Simoleons. Gebrannte Keramikvase. Wir probieren mal eine gebrannte Keramikvase. Steh noch mal kurz auf, mein Lieber. Du kannst dann bald ins Bett. Es ist zwar Nacht, aber du bist eigentlich gar nicht richtig müde. Oh, die sieht doch toll aus. Dann steck das mal ins Inventar und dann machst du noch einen. Dann hast du nämlich morgen schöne Geschenke. Oh, er ist angespannt. Was mache ich hier draußen, weil im Schneesturm draußen ist? Ja, das verstehe ich. Geh doch einfach schnell ins Gewächshaus. Ja, ich sehe schon, möglicherweise muss man die Gewächshäuser mit so einem Durchgang. Hey, bleib mal hier, bleib mal hier. Hier hingehen. Viel schneller jetzt im Haus ist. Na gut, dann machen wir heute keinen mehr. Na doch, er kommt, er kommt. Ja, aber man sollte vielleicht die Gewächshäuser direkt ans Haus anbauen. Außer man will das hier genießen, dass die da kurz so durchgehen müssen. Du hättest dir auch was Wärmeres anziehen können. Bist du auf die Idee schon mal gekommen?
So, jetzt. Ja, hier ist doch gleich viel besser. Mach noch ein Arrangement. Oh, er kann jetzt mehr machen. Mal gucken. Alle. Sommermorgen, Stechpalme. Rosiges Gemüt. Das ist doch schön. Und da, wenn man Löwenmäulchen hat, wird das besser. Winterbeere. Oh, ja, das wird gleich viel, viel besser. Wow, Dutzende rote Rosen. Okay. Dann gucken wir hier mal, das sind, glaube ich, Tulpen. Dann kannst du auf jeden Fall mal hier die Löwenmäulchen ernten. Jawohl, und jetzt machst du ein Arrangement. Gucken wir das nochmal an. Irgendwas mit Löwenmäulchen. Da, das rosige Gemüt wird dadurch billiger. Dann habe ich schon Rosen angepflanzt. Glockenblume. Ich glaube nicht. Doch, da. Aber dauert noch ein bisschen. Naja. Primavera, ja. Mach du ruhig mal was mit der Pflanze. Erforschen. Ah, die schicken wir aber ins Bett. Nicht, dass die morgen wieder alle total unausgeschlafen sind. So. Und die anderen schicken wir auch mal ins Bett. Winter, geh du doch besser mal in dein Bett. Und wo steckt sich der Verano? Der ist tatsächlich in seinem Bett. Ja, das ist doch toll. So. Ja, Oho. das ist doch schön. Ja, das machst du ganz wunderbar. Ja, gut, das musst du noch ein bisschen üben. Du hast ja auch erst Level 2. Da bin ich gespannt, ob das eine 10-Level-Fähigkeit ist oder eine 5-Level-Fähigkeit. Ja, das werden wir bestimmt bald sehen. Mal gucken. Ja, da steht jetzt nichts Genaues. Halt, dass man es machen muss und dass man, wenn man immer besser wird, kann man auch Düfte hinzufügen. Oh ja, das sieht doch schön aus. Dann machst du hier jetzt ein, mach mal ein Foto davon. Na, vielleicht hätten wir zuerst eine Vase machen müssen und dann ein Foto. Nun gut. So. Oh, wir können fünf Fotos machen. Gut. Dann schieben wir das nochmal mehr so, ja. Ja, das nächste Mal, wenn ich Fotos mache, mache ich erst eine Vase dazu. Jetzt Vase hinzufügen. Wie wohl eine Vogelnestvase ist. Vase mit rosa Glitzer. Wir machen eine Vase mit rosa Glitzer. Okay, und jetzt steck's in dein Inventar. Und dann darfst du rüber gehen, rein und ins Bett. Ja, hier ist es, hier bist du jetzt wieder im Warmen drin. Alles klar. Und jetzt gehst du hierher. Und in dein Bett. Und dann kannst du ganz gemütlich schlafen und dich aufwärmen. Jetzt muss er hier wieder durchschleichen. Ja, süße. Verkriecht. Ja, beeil dich, beeil dich. Dann siehst du, jetzt schleppt er sich durch die Tür, der Arme. Okay, jetzt schlafen sie alle und gleich beginnt auch das Winterfest. Und wir haben hier heute tatsächlich Schneesturm. Schneesturm und Frost. Und die Vorhersage besagt Schnee. Gut.
Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Und dann ist Winterfest. Tschüss.